Ja, meine Lieben, es ist soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grim Fandango, in der ich immer noch in einer miseren Lage stecke. Die Lage, wie kriege ich dieses Problem gelöst, dass dieses Teil sich umwerfen lässt? Denn ich glaube, das muss ich ja tun. Ich hoffe, die Kameraeinstellung passt so. Ich habe jetzt mal ein bisschen umgeändert. Okay, Manny, der raucht erstmal eine. Okay, wir fangen auf jeden Fall an. Ich habe zumindest eins jetzt gecheckt, weil außerhalb der Aufnahme habe ich mal ein bisschen hier an diesem Knöpfchen herumgespielt. Und das werde ich euch jetzt mal eben präsentieren. Wir machen das jetzt erstmal aus. Bei dem Glottis, der läuft ja dann los. Hey, solange das abgeschaltet ist, versuche ich mich mal an den Gewichten. Ja, so, solange das abgeschaltet ist. Das ist so ein kleiner Hinweis gewesen. Den Wink mit dem Zaunfall habe ich nicht okay, so ganz kapiert. Gib mir noch. Ja. Und jetzt schalten wir es an. Oh, okay. Mal abgesehen vom Unterhaltungswert hatte das nicht den erwünschten Effekt. Nee, noch nicht. Aber deshalb gehen wir jetzt an diese Schubkarre, weil jetzt müssen wir schauen, dass wir diese vier Pole ins Gleichgewicht bekommen. Die beiden links sehen schon gut aus. Problem könnte irgendwo hier sein. Ich habe jetzt nur keine Ahnung, wie stellen wir das dann am besten an. Wir stellen ihn mal hier ab. Nein. So. Jetzt ist der nämlich ganz rechts aus. Kriegst du es hin? Ja, sehr gut. Ich glaube, wir haben's. Manny, bisher sind wir wie Ratten über den Boden gekrochen. Aber jetzt werden wir fliegen wie Adler, ja, wie Adler auf Pogo-Stöcken. Disco, Pogo, Klingelingeling und so weiter. Da bin ich aber froh. Und ich dachte schon, unser Auto sei nicht protzig genug. Steig ein oder leidest du unter Höhenangst? Das hat doch schon mal wunderbar funktioniert. Okay. Wie es weitergeht, habe ich hier unter anderem von euch bekommen. Ein kleiner Tipp. Da werde ich jetzt mal gucken gehen. Und zwar habt ihr unter dem letzten Video so ein bisschen mich zum Nachdenken gebracht, aber ich kam nicht richtig auf die Lösung. Unter anderem der René hat geschrieben, der Bilba Cat und der Dawning hat sich auch noch in der Diskussion mit eingeschaltet. Ich weiß nicht. Fing an mit dem Post von René, der schrieb, ach Chivi, du sabotierst dich gerade selbst, schau dir mal den Baum ab hier an und hat mir dann die Stelle gepostet. Und den Baum, den er meint, das ist der, zu dem ich da hinten gekommen bin, in den Katakomben da unten. Und zwar da unten rein. Aber da kann ich mit dem Fahrzeug nicht hin, oder? Doch. Kann ich. Das ist ja schon mal gut. So, jetzt schauen wir mal, was meint ihr denn? Warum soll ich mir genau diesen Baum denn jetzt genau angucken? Ah, wir können da nicht zu Fuß lang, aber mit dem Fahrzeug. Wolltet ihr mir etwa das sagen? Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall zu dieser Stelle mit dem Auto gekommen. Komme ich denn jetzt da irgendwie hin? Bei den Monstern auf der anderen Seite bin ich ganz froh, dass abgeschlossen ist. Also wir werden jetzt Folgendes machen. Ich muss den Feuerlöscher benutzen. Die Teile werden jetzt oftmals damit erwähnt, dass sie brennen können. Ich werde da jetzt reingehen. Ah nein, ich muss den nochmal wegstecken. Verzeihung. Ich werde jetzt nochmal reingehen. So, wir bleiben jetzt hier stehen. Und irgendwas müssen wir doch mit den
Feuerviechern da machen können. Wir nehmen uns das jetzt mal zur Hand und gehen mal ein Stückchen nach vorne. Kann ich die nicht irgendwie locken oder so? Ist natürlich nicht gut, wenn die alle auf einmal kommen, aber ich werde mich so stückchenweise nach vorne wagen. Aha, der ist gerade da reingesprungen. Soll das so? Nein, 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 nein. Okay, das war doof. Das Warum? Brennt doch nicht. Nein, das brennt auch nicht, ich weiß. Warum ist der jetzt da reingesprungen? Ist das ein normaler Vorgang gewesen? Springen die da immer einfach so rein? Was ist eigentlich hier um die Ecke? Ah! Kann ich hier irgendwas machen? Warum kann ich denn hier um die Ecke? Es hat doch bestimmt einen Grund. Hier wird mir doch eine Interaktion angezeigt. Warum kann ich denn hier nichts anklicken? Oder kann ich hier irgendwas machen? Der Knochen ist mir noch ein bisschen suspekt. Den probiere ich mal eben aus. Nee, hier kann ich gar nichts machen. Warum kann ich hier um diese Ecke? Da oben ist auf jeden Fall so ein Feuervieh. Da ist kein Platz für einen Knochen. Nein, sonst auch nicht. Wir stecken ihn weg. Dieser Fluss scheint aus reinem Teer zu bestehen. Aber die Biber schwimmen durch, als sei es Wasser. Mhm. Nein, ich glaube nicht, dass ich darin auch nur einen Meter weit kommen würde. Kann ich da nicht irgendwie irgendwas dran anwenden? Oh, Leute, das hat funktioniert. Aber warum tue ich das jetzt? Die Frage aller Fragen, hätte das jemals wieder aufgehört und wann ist diese Flasche wirklich leer? Ich weiß es nicht. Gut, also, Fakt ist, wir können ab hier den Feuerlöscher anwenden. Da habe ich eine Idee. Wenn ich jetzt richtig liege, der... Oh, 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 oh. Oh, geh nicht zu weit nach vorne. So, der springt jetzt in dieses Teerpfützchen rein. Ja. Nein, der krabbelt da oben hoch. Kann ich die nicht irgendwie hier hinlocken? Kann ich die nicht mit irgendwas locken? Warum ist da eine Interaktion? Das reiche ich noch nicht ganz. Feuerlöscher auf jeden Fall kann ich ab hier anwenden. Kann ich die irgendwo hier hinlocken? Habe ich irgendwas zum Locken? Der Knochen, der interessiert die nicht. Was hatte ich hier nochmal? Ist das der Schlüssel gewesen? Das ist der Schlüssel zum Höllentor, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Nein. Die Sense, weiß ich nicht, ob die was bringt. Aber mehr haben wir auch nicht mehr. Versuchen wir nochmal eben die Sense. Nee, da kann ich gar nichts machen. Ich hoffe nicht, dass es buggy ist. Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Brauchst doch nicht. Was ist mit dem da oben? Ich muss sie irgendwo irgendwie mit irgendwas locken. Der jumpt da jetzt rein. Vielleicht muss ich abwarten. Wo schwimmt der jetzt hin? Vielleicht muss ich warten, bis er an diese Stelle geschwommen ist. Nee, der dreht sofort wieder um. Jetzt taucht er unter. Was ist denn, wenn er... Ach so, jetzt geht er wieder hoch. So ganz schlau werde ich da noch nicht raus. Jetzt geht der gleich runter. Und jetzt klettert er da oben rum. Was ist denn? Wenn ich das mache, dann kann ich den irgendwie... Aha, okay, ich kann ihn bewegen. Ah, Moment. Ah, oh. Okay, Idee. Ich wusste nicht, dass ich den bewegen kann. Das hilft mir auf jeden Fall sehr viel weiter. Jetzt müssen wir nur schnell sein.
Das Vieh, das springt ja gleich wieder in diese Teerpfütze rein. Hoffe ich. Hüpf mal bitte. Hüpf, hüpf, hüpf. Ja. Schnell hin. Renn, Manny, renn! Nein, du sollst... So schnell bin ich nicht. Und da hinten, das bringt mir, glaube ich, auch nichts, mich umzudrehen. Was ist denn, wenn ich mit diesem Strahl jetzt so nach oben gehe? Ah, okay, hört auf. Wie soll ich das denn rechtzeitig schaffen? Der Typ rennt super langsam dahin. Ich dachte, in dem Moment, wo der Feuerigel-Grützi-Ding da jetzt reinschwimmt, da, kann ich den irgendwie damit treffen. Aber das hilft mir auch nicht. Also irgendwas muss es hier mit auf sich haben, dass ich den Feuerlöscher hier anwenden kann, aber... Und das hier hat bestimmt auch noch irgendwie einen Grund. Ich versuche jetzt auch, wenn es total absurd ist, mir nochmal den Schlüssel zu schnappen. Damit ich mir auch sicher sein kann, dass ich alles ausprobiert habe. Aber auch das funktioniert nicht. Also, Fakt ist, ich muss die irgendwo mit locken. Wenn ich jetzt den Feuerlöscher nehme und den auf irgendwas raufhalte, passiert dann irgendwas? Das brennt doch nicht. Nein, du sollst nicht brennen. Finde ich lustig, das brennt nicht, aber anwenden kann ich es trotzdem. Kann ich irgendwie... Ah, ihn zu steuern ist damit auch echt ein bisschen absurd. Irgendwie muss ich die Igel dahin locken. Wie locke ich diese Feuerigel hier in diese Teergrube, also an diesem Platz? Habe ich irgendwas übersehen? Hätte ich vielleicht irgendwas mitnehmen müssen? Weil ich habe ja nur diese drei Dinge. Ich würde sagen, das klären wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Entweder ich muss mich noch mal ein bisschen umschauen oder ich habe nur eine kleine Sache in diesem Raum übersehen. Wenn ich zu nah an den rangehe, dann gehen die ja sofort auf mich los. Und da kann ich auch nichts mehr machen oder Manny steuern, der rennt dann automatisch aus dem Raum weg. Aber es muss eine Möglichkeit geben, die genau an diesen Ort und an diese Stelle zu locken, damit ich die löschen kann und dementsprechend die mir keine Gefahr mehr sind. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Tipps habt, wie immer, schreibt es in die Kommentare. Ich lese mir das durch und bis dahin sage ich bis zum nächsten Mal.